Das war einfach seine Taktik, dass er mich täuscht, Alter, und ich... Oh nein! Head to the after party. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Skywars Kit Challenge Serie, Leute. Wir spielen heute das Crafter Kit, Leute, denn wir haben schon die letzten 4 Kits abgeschlossen. Und Leute, an der Stelle möchte ich einfach mal ein riesengroßes Dankeschön an euch raushauen, Leute. Die Folgen kommen ja richtig, richtig gut bei euch an. Deswegen, Leute, Dankeschön. Freut mich, dass es euch so gut gefällt. Und wenn euch diese Folge heute natürlich wieder gefällt, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Aber Leute, Dankeschön, dass ihr diese Serie feiert. Ich feiere sie auch sehr. Und ja, kommen wir zum Challenge von heute. Und die kommt von King Jan, beziehungsweise haben die Challenge ganz, ganz viele Leute geschrieben. Und zwar ist es die Crafted Challenge. Das heißt, ich darf mir alle Sachen nur craften. Plus extra Special Challenge noch dazu, Leute. Ich darf keine, beziehungsweise ich darf keine Kisten aufmachen und ich darf mich nur mit Werkbänken vorbauen. Das steht jetzt nicht in der Challenge von Jan, aber ich habe mir ein paar Challenges durchgelesen und alle haben so dasselbe gesagt eigentlich. Ich muss mir alles craften und so, aber ich muss mich mit Werkbänken voran bewegen. Das ist nochmal so eine kleine Bonus-Challenge, würde ich mal sagen. Und die Challenge ist auf jeden Fall nicht schlecht, Leute. Ich bin mal gespannt. Vor allem jetzt hier auf dieser kleinen Map ist es ultra kacke, wenn man sich überlegt, dass der gute alte Fix gar nichts hat an Rüstung. So, okay, wir haben wenigstens eine Hose, Leute. Und ein Dia-Schwert. Und ich darf nur mit Werkbänken bauen. Das heißt, soll ich ihn schon angreifen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, der hat halt Rüstung, ne? Bist du dumm? Was macht der denn? Als ob er einfach runterläuft. Ja, GG an der Stelle gesagt. Auf jeden Fall GG. Die Schwierigkeit ist halt auch irgendwie ein bisschen, dass wenn ich keine Blöcke mehr habe, oder beziehungsweise wenn ich keine Werkbänke habe, muss ich mir Blöcke abbauen, Holzblöcke, und muss mir aus den Holzblöcken Werkbänke machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist halt auch noch ein bisschen schwierig, aber Leute, ich glaube an mich, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich glaube, ich crafte mir jetzt erstmal Schuhe aus Dia. Oh, Schuhe, perfekt. Okay, dann habe ich wenigstens auch schon mal Dia-Schuhe. Und dann gucke ich mal ganz kurz rüber zu meinem Eisen, was ich da geschmolzen habe. Vielleicht kann ich mir da eine Eisenbrust machen. Weil ich brauche unbedingt... Oh, scheiße, ich brauche noch 2 Eisen. Go. Ich kann mir... Ja, Leute, komm. Ich crafte mir einfach nochmal... Oh, ich darf da nicht reingucken. Hat keiner gesehen, Leute. Ich crafte mir nochmal einen Ofen. Und dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. So. Perfekt. Okay, ein Eisen. Ein Eisen noch. Komm schon. Ja, nice. Okay, ich muss beeilen, Leute. Ich bin so paranoid, Alter. Ich habe so Schiss, dass da gleich jemand kommt. Okay, Eisenchest haben wir auch am Start. Perfekto, Mariko. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Helm, aber dafür haben wir nicht genug Eisen dabei. Wir brauchen noch 2 Eisen mehr. Ich glaube, ich nehme mal meinen Ofen wieder mit. Da unten haben wir noch so ein Eisen. Oh, da haben wir sogar 2 Eisen. Ja, komm, Leute. Scheiß drauf. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Dann packen wir mal da ein Eisen rein und packen mal da ein Eisen rein. Dann machen wir noch einen Eisenhelm. Und, oh, scheiße, ich darf... Die Steine bringen mir ja gar nichts. Ich darf ja nur mit Werkbänken bauen. Ich glaube, ich baue in der Zeit mir... Ich bräuchte auch eine Axt. Leute, ich kann mir ja eine Axt craften aus den Steinen. Das ist ja nicht verboten, ne? So, dann habe ich wenigstens eine Axt, dann kann ich mir ein paar Werkbänke noch machen. Es ist einfach so mies, Leute. Es ist eine miese Challenge hier. Alles craften die ganze Zeit, Alter, was soll denn das? Okay, ich habe mega gute Rüstung. Das ist perfekt. Dann nehme ich ein bisschen Holz mit. Ein Block Holz ist eine Crafting Bench. Das heißt, ja, toll, jetzt, ich kriege nicht so viel Holz raus, aber... Oder beziehungsweise nicht so viele Blöcke raus. Aber immerhin ein paar. Und wenn ich jemanden töte, darf ich natürlich die Sachen auch nicht benutzen, Leute. Oder? Ich weiß es nicht. Darf ich die Sachen von den Leuten benutzen, die ich töte? Könnte man so machen, ne? Aber, Leute, ich mach's mal nicht, ne? Ich mach's mal nicht, dann ist noch ein bisschen spannender. Wir wollen ja schwierige Challenges haben. So. Ich glaube, ich baue mich mal hier rüber, weil da besteht schon ein Weg rüber zu den anderen Gegnern. Oh Mann, ey. Ich darf mir nur alles selber craften, also darf ich die Sachen von den Gegnern nicht benutzen eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das Holz und so von den Gegnern benutzen darf. Weil an sich wäre es relativ praktisch, wenn ich das Holz benutzen dürfte. Scheiße, wie kriege ich jetzt was zu essen? Oh mein Gott, Leute, ich verhungere ja. Ich habe ja gar nichts zum Essen dabei. Kann ich mir irgendwie Essen craften? Ich glaube nicht, oder? Leute, ich habe keine Ahnung.
Boah, ich verhungere halt safe. Warte, man kann sich... Vielleicht kann ich hier irgendwas abbauen, was mir Essen gibt. Aber soweit ich weiß, ist hier eine Map, wo keine Melonen oder sowas rumstehen. Scheiße. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Leute, ich habe schon 2 Hungerbalken verloren. Hi, Bro. Na, alles gut bei dir? Brian plays YouTube. What the fuck? Nein! Das war nicht Brian, oder? What? Das war einfach ein Faker von Brian. Oder? Brian hat keinen Unterstrich. No way! Das war einfach seine Taktik, dass er mich täuscht, Alter. Und ich... Oh nein, Leute, wir sehen uns in Runde Nummer 2. Okay. So, ich bin in der zweiten Runde hier auf der Map Ferry und, oh scheiße, ich bin so dumm, ne? Ich wollte jetzt schon wieder die Kisten aufmachen. Ich darf ja nicht die Kisten aufmachen. Ich beeil mich ein kleines bisschen, Leute. Ich spul's mal für euch ein bisschen vor, würde ich sagen, die Crafting-Zeit hier, damit ihr nicht so lange hier mir zugucken müsst, wie ich hier Scheiße abbaue und so weiter und so fort. Deswegen sehen wir uns sofort wieder, wenn ich alles abgebaut habe, was es hier in dieser Höhle gibt. Oh Gott, Leute. Okay, über mir ist jemand. Ich bin fast fertig gecraftet. Leute, ich bin fast fertig gecraftet. Warte, ich mach mir kurz eine Hose hier. Oh no, oh no, oh no. Als ob es einfach sprengt. Du bist so ein Pisser, Alter. Okay, Helm oder Schuhe, Helm oder Schuhe. Ich glaube, ich mach mir einen Helm. So, perfekt. Okay, Helm habe ich auch am Start. Alles klar. Holy shit. Oh mein Gott! Felix ist GG! Holy Macaroni! Wie knapp war das denn? Okay, ich hab ihn getötet. Ich darf nichts benutzen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich darf gar nichts benutzen, Mann. Leute, ich schmeiß einfach das Zeug weg. Komm, scheiß drauf. Ich darf nichts benutzen von ihm. Darf ich die Rohstoffe benutzen, ist die Frage. Ich muss mir alles craften, steht in der Challenge. Muss ich mir auch alles abbauen, ist die andere Frage. Es war nicht verboten. Leute, ich behalte die Rohstoffe, aber so Sachen, die ich mir craften müsste, die crafte ich mir. So, Cobwebs zum Beispiel kann ich auch wegmachen. Soll ich Essen behalten? Ich weiß nicht. Komm, ein Essen, okay, Leute? Ein Essen passt schon. Die Rohstoffe darf ich ja benutzen, Leute, dann benutze ich die mal. Und ich kann mich ja eh nur mit Werkbänken bauen, also bringen mir diese Blöcke hier gar nichts, Leute. Kann ich auch direkt wieder wegschmeißen. Ja, okay, ich habe eigentlich alles weggeschmissen, außer Essen. Verdammt. Außer Essen und ein bisschen Holz. Okay, egal. Leute, das ist ein guter Kompromiss, würde ich sagen. So, alles, was ich mir craften kann, das darf ich natürlich nicht benutzen. So. Alter, dass der mich nicht gekillt hat, ne? Das war ein Wunder, Leute. Das war wirklich ein Wunder gerade. Ich glaube, ich baue mich mal hier rüber. Vielleicht hat er noch ein paar Dias für mich, damit ich mir wenigstens noch Dia-Schuhe machen kann, weil ich habe gar keine Schuhe am Start. Es leben noch 3 Spieler. Red Sky und X-Mess. Oh, der Weihnachtsmann X-Mess 2006. Oh, hat der vor ein paar Jahren Weihnachten gefeiert. Okay, nice, hier sind noch Dias. Perfekt. 1, 2 und gib mir hier noch 2 Dias. Alright, Doc. Leute, ich muss gleich ein bisschen Holz abbauen, weil ich habe fast keine Werkbänke mehr und ich muss mich nur mit Werkbänken bauen. Das ist so geil, Leute. Oh mein Gott. Oh Mann, okay. Aber ich mache mir kurz eine Dia-Spitzhacke. Dann habe ich wenigstens eine bessere Spitzhacke. Was für Spitzhacke? Ich meine eine Dia-Axt. Dann habe ich wenigstens eine bessere Axt und kann den Scheiß schneller abbauen. So, 3 Spieler noch. Leute, ich bin ein bisschen angespannt, aber ich denke, das kriegen wir hin. Und falls ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Muss ich natürlich immer dazu sagen, aber ihr feiert die Serie ja sowieso, als von daher alles easy cheesy. Und Leute, wisst ihr, was ich ganz vergessen habe zu sagen? Schreibt mir in die Kommentare, Kids, nach dem Assassine-Kit. Ich weiß nicht, was nach dem Assassine-Kit kommt, aber bis zum Assassine-Kit habe ich wahrscheinlich schon aufgenommen, Leute. Also schreibt mir Kids ab dem Assassine-Kit und so weiter und so fort. Ich habe es euch wahrscheinlich nochmal in die Kommis geschrieben, die Kids, wo ich Challenges brauche. Deswegen, Leute, schreibt mir in die Kommis Challenges für die Challenge-Kit-Serie oder Kid-Challenge-Serie, weil ich brauche Challenges, Leute. Ich will noch mehr Challenges spielen, denn ich muss alle Leute vernichten. Okay, was haben wir denn jetzt hier Feines? Wir haben genug, Werkbänke, würde ich mal sagen. Hoffe ich zumindest. So und so. Okay, wir haben 1 Stack nur. Alter, wie wenig. Wir haben ja fast gar nichts. Okay, es leben immer noch die 2 Leute. Die schauen jetzt nicht so, weiß nicht, vom Namen her. Leute, ich schau mal ganz kurz die Stats an. So, der hat eine 0,8er KD. Oh mein Gott, sehr gut. Und Red, der hat, schauen wir auch mal, Stats All.
Der hat auch eine 018er KD. Oh mein Gott. Ich werde gewinnen, Leute. Ich werde gewinnen. Ich weiß es jetzt schon. Okay, außer ich verkacke jetzt enorm mit irgendeiner Scheiße oder so. Aber ich muss gewinnen. Wieso sind die so schlecht? Leute, wobei, aber Stats sagen gar nichts. Es kann ja sein, dass die nur Challenges machen oder sowas wie ich oder nur MLGs machen oder so. Dass sie ihre Stats dadurch versaut haben. Aber, Leute, es ist schon mal ein gutes Gefühl, dass die unter einer 1er-KD haben. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Hallo. Na, wo seid ihr denn? Ich habe nicht mehr so viele Werkbänke. Ich kann mich nicht mehr so weit bauen. Ihr müsst mir ein bisschen entgegenkommen. Leute, ich nehme mal ein bisschen Holz mit, für Sicherheit, ne? Damit wir wenigstens was haben. Da vorne ist einer. Ja, Mann, nice. Nice. Ich glaube, ich komme da sogar hin. Ich nehme noch ein paar Blöcke mit. Aber ich habe nur noch 24 Blöcke. Ich habe gar nichts, Alter. Was ist das für eine Challenge, Leute? Meine Fresse. Okay, einmal das. Perfekt. Hallo? Dankeschön. Ich werde gern alles. Ja, perfekt. Dann machen wir einmal so und einmal so. Und wenn jetzt die Blöcke nicht reichen, dann weiß ich auch nicht, ey. So 58 Blöcke. Und oh mein Gott, ich bin fast runtergelaufen. Holy Macaroni. Erstmal dem am Anfang auslachen, dass er runterläuft und dann selber fast runterlaufen. Okay, konzentrier dich, Fix. Konzentrier dich. Du musst diese Challenge jetzt gewinnen. Du bist schon in der zweiten Runde. Das ist schon peinlich genug, dass ich gegen einen Brian Faker gestorben bin. Aber das war seine geheime Taktik, Alter. Ich weiß schon. Leute, das war seine geheime Taktik, mit der er versucht hat, mich zu töten. Ah, es leben nur noch. Ja, Mann, das ist der letzte. Finale. Oh, yes. Okay. Er ist nicht so gut. Ja, Mann. Oh mein Gott, war das close. Ich war low vom Fall Damage. Alter Schwede. Fixes GG, Leute. Ich würde sagen, wenn euch diese kleine, aber feine Challenge gefallen hat, drückt mir gerne einen Daumen nach oben. Da rechts findet ihr jetzt gleich die ganze Playlist von der Minecraft Skywars Kid Challenge Serie. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.